stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled. Hello, hello, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fahren jetzt gemeinsam eine Gasflasche holen. Ich habe hier Hulk dabei. Der hilft mir jetzt, der Lucky. Und ich nehme euch wieder eine Runde mit durch unseren Tag. Und zwar wollte ich was basteln für meinen Mann, eine Kleinigkeit, zusammen mit Liam. Mal schauen, ob das klappt. Dazu nehme ich euch mit. Wir kochen eine Runde und mal schauen, was noch so alles passiert. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Schön fertig. Das ging jetzt ganz schnell. Hm? Basteln wir was für den Papa? Ja, ne? Hm? Hast du Schluck auf, Liam? Ein bisschen was im Haushalt ist erledigt. Und jetzt wollte ich euch noch über eine richtig coole neue Sache berichten, die ich entdeckt habe. Vielleicht ist es auch ein Tipp für euch. Vielleicht könnt ihr euch das noch so als Info aus dem Video rausziehen. Und zwar geht es um Zähne. Ich habe während der Schwangerschaft total die schmerzempfindlichen Zähne bekommen, auch nach der Schwangerschaft. Und war da wirklich noch auf der Suche nach irgendeinem Produkt, das mir hilft. Vielleicht geht es euch auch so. Es ist total unangenehm, wenn man was Kaltes trinkt zum Beispiel oder was Warmes. Wenn man was Süßes isst oder was Saures, also es gibt natürlich viele Gründe für schmerzempfindliche Zähne. Und mittlerweile habe ich ein richtig cooles Produkt gefunden. Wie gesagt, vielleicht ist es auch was für euch. Ich stelle euch mal kurz hier ab, sonst fällt mir der Arm ab und zeige euch das Produkt. Wie gesagt, vielleicht ist es auch was für euch. Ich stelle euch ab. So, meine Lieben, ich hoffe, dass das jetzt so vom Licht her geht. Ich habe euch die ganze Zeit hin und her geschoben. Meine mittlere Jalousie fährt nämlich nicht mehr runter. Warum auch immer, hatte ich euch auch in einem Vlog erzählt, sodass mir die Sonne jetzt die ganze Zeit voll ins Gesicht ballert. Und ich hoffe, dass das jetzt so passt, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Und zwar geht es um das Produkt, das mir total geholfen hat gegen meine schmerzempfindlichen Zähne. Und zwar ist es dieses hier, CB12 Sensitiv nennt sich das. Und zwar die CB12 Formel, die neutralisiert und bekämpft quasi die Ursache von Mundgeruch. Und zwar habt ihr 12 Stunden eure Ruhe und zusätzlich, also zum guten Atem, den man dadurch hat, hat man eben auch diesen Schutz gegen die schmerzempfindlichen Zähne. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich liebe dieses Produkt. Ich verwende es morgens und abends, also so ist es auch empfohlen. Es ist auch total easy. Ich nehme die Schutzkappe ab und hier habt ihr dann die Möglichkeit, was reinzufüllen. 10 Milliliter sind empfohlen. 30 bis 60 Sekunden soll man das Ganze dann nach dem Zähneputzen im Mund haben, gurgeln, spülen. Ja, diese typische Bewegung eben, wie man das mit Mundspülungen macht. Dann soll man das natürlich nicht runterschlucken, sondern ausspucken und auch nicht nachspülen. Ja, so ist es empfohlen und so mache ich es auch. Wie gesagt, mir hat es total geholfen. Ich bin total glücklich, dass ich das gefunden habe. Und es ist auch so, dass es jetzt was für unterwegs gibt, und zwar Kaugummis, sogar mit Whitening-Effekt. Die habe ich jetzt aber noch nicht, werde ich mir auch noch besorgen, und es gibt auch noch ein Spray. Ja, also wirklich richtig, richtig klasse. Und es ist ja bei den meisten Mundspülungen so, dass sie durch diese Minzaromen das Ganze nur überdecken, also den schlechten Geruch. Und das ist natürlich nach kurzer Zeit ja wieder da das Problem, und das habt ihr halt hier nicht. Ihr habt mit dem Produkt wirklich einen langen, angenehmen Atem, was natürlich auch total schön ist für einen selbst, fürs Gefühl, wenn man viel unter Menschen ist, ganz klar, dann möchte man natürlich einen guten Atem haben. Aber wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe, nicht nur der gute Atem, sondern eben auch das Ganze eben nochmal für den Schutz für die schmerzempfindlichen Zähne. Jawohl, deswegen wollte ich es euch heute zeigen. Ich habe hier auch noch so eine Broschüre, die habe ich mir auch noch durchgelesen. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant hier, ne, wie das Ganze eben wirkt, dieses CB12 und so weiter. Und da ist auch kein Alkohol enthalten, wollte ich euch auch noch sagen. Das steht jetzt noch hier vorne drauf. Wie gesagt, falls euch sowas interessiert, dann schaut es euch gerne mal an. Als Tipp von mir wollte ich euch mal mit in dieses Video packen, damit ihr da Bescheid wisst, was ich da im Moment verwende. Und ansonsten würde ich jetzt mit der Bella noch mal eine Runde rausgehen. Wie gesagt, die Sonne ist jetzt plötzlich schon wieder total krass da. Also die macht auch, was sie will. Ja, scheinbar habe ich meinen Teller aufgegessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch eine Runde raus und dann sehen wir uns später noch mal. Lecker. So ist fein. Sitz, Platz, Platz, Bella. So ist fein.
gar nicht so weit werfen, ne, Bella? Ha? Bin ich nicht so der Pro, ne? So, ist fein. Und sitz. Und hopp. Und bring. Jawohl, so ist fein. Und bring. So. So, wir sind wieder da. Das Wetter macht, wie gesagt, was es will. Die Jalousien fahren gerade hoch. Scheinbar stürmt es gleich, keine Ahnung. Die Sommergrippe hat mich auch voll im Griff. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Da hinten steht noch der Karton, den ich aus Liams Kinderzimmer habe. Ich habe nämlich ein bisschen umsortiert, aussortiert. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht. Mal schauen, wann ich es schaffe, das hochzuladen bzw. erstmal zu schneiden. Dann liegt da noch meine Bügelwäsche. Da musste ich total lachen auf Instagram. Und zwar hatte ich euch das erzählt, dass bei mir die Wäsche ja erstmal so ein paar Tage da so liegt, bis ich sie wegräume. Also das ist so richtig schlimm. Ich bügel sehr, sehr gerne, aber das Wegräumen, das ist immer so nervig. Und ich war so ehrlich mit euch, dann haben mir so, so viele Frauen geschrieben, dass es ihnen genauso geht. Und ich war so glücklich, weil ich gedacht habe, okay, ich bin da nicht die Einzige, denn es wäre natürlich super einfach zu bügeln und die Sachen gleich wegzuräumen. Aber nee, ja, ich mache das jetzt aber. Die liegen nämlich da jetzt wirklich schon seit gestern. Das geht natürlich gar nicht. Und da sind auch noch zwei Fotoalben. Und zwar haben wir uns die vorhin angeschaut. Der Moritz hatte ja Geburtstag und in den beiden Alben sind die Bilder von Moritz' Geburtstag, als er 3 geworden ist und 4 Jahre alt. Ja, und die haben wir uns vorhin nochmal angeschaut. Ihr wisst ja, ich liebe es, Bilder einzukleben, also davor natürlich Bilder zu machen von meinen Jungs. Und das ist halt immer eine total schöne Erinnerung. Und jetzt gehen wir gemeinsam in die Küche und kochen eine Runde. Ich werde so machen, dass ich das Ganze mit Musik unterlege, denn das erklärt sich alles von selbst. Das sind so einfache Gerichte. Ich werde Paste Piselli machen. Das ist ein typisches italienisches Gericht, das jeder kennt, das super einfach ist, aber so, so lecker. Und ich werde noch Gulasch für die Jungs machen. Das geht ja mit meiner Küchenmaschine total schnell, das Gulasch. Also in 20 Minuten ist das fertig. Dann mache ich noch einen Salat, aber das seht ihr ja gleich alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Anschluss mit dem Fresco mal wieder. Wahrscheinlich, ja. Ich liebe Paste Piselli. Also, auf geht's in die Küche. Wir wollen jetzt einen Handabdruck machen vom Liam. Und das kommt dann hier rein. Also ich habe so eine Masse, die kommt dann hier rein. Man muss die erst ausrollen und dann den Handabdruck. Oder die Füße, ich weiß noch nicht. Mal schauen, was die Jungs machen wollen. Hände oder Füße, mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Hier ist noch die Anleitung, wie man es macht. Mal schauen, ob wir das jetzt so hinbekommen. Die Stinkefüße, hm? Oh, das fühlt sich komisch an. Naja, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das fühlt sich irgendwie total witzig an. Riecht aber gut. So, also jetzt muss ich das so ausbreiten. Hier. Wie witzig. So, ich glaube, das muss man auch ganz schnell machen, weil es dann hart wird. Bin mir nicht sicher. Aber der Liam, der macht jetzt eh nicht lang mit. Deswegen beeile ich mich jetzt einfach. So. Also ganz ehrlich, das Ding ist schon mal nichts. Wir nehmen das. So, mal schauen, ob das jetzt was wird hier mit mir und dem Liam. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Auf jeden Fall. Was meinst du, Liam? Liam, zeig mal deine Hände. Da sind die Hände. Yay. Und weiter geht's. Ja, da freust du dich, ne?
So, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir das so ausstechen. Jawohl. Ja, sieht schon besser aus auf jeden Fall. Neuer Versuch. So, wir haben es jetzt geschafft. Das war echt eine schwere Geburt. So sieht es aus. Das haben wir jetzt für den Papa gemacht, ne? Ja, genau. Der hat halt immer die Hände so zugemacht. Deshalb musste ich es öfters machen. Das sieht jetzt nicht so professionell aus, ne? Aber der Gedanke zählt. Ja, mach's halt kaputt, Liam, ne? Dann war unsere Arbeit wirklich umsonst. Also, ich zeig's euch mal. Da ist der Moritz 3 geworden. Da ist die 3. Kann man es erkennen? Sieht aus wie eine 8 irgendwie, aber das ist eine 3. Und hier ist der Moritz 4 geworden. Buon compleanno, Moritz. Da waren wir in Italien. Ja, und da pustet er gerade die Kerzen aus. Total süß. Ja. Wir haben jetzt die Matratze hochgeholt vom Gianluca. Der hatte ja vor 2 Jahren eine neue Matratze bekommen und die hatten wir immer benutzt für Gäste. Und jetzt hat Alessandro sich überlegt, dass es ganz gut wäre, wenn er die hätte, damit er ja, üben kann. Und ich glaube, das ist ganz gut, oder Alessandro? Ja. Ja, ne? Okay, dann schauen wir dir jetzt ein bisschen zu. Jawohl. Ui. Übung macht den Meister. Super. Sister? Hast du gut gemacht. Bella ist übrigens auch da. Wo ist sie jetzt? Bella? Warte, ich zeige euch mal die Bella. Bella? So, da ist sie, die Bella. Ja, unser Rasen musste dran glauben, ne? Der sieht nicht so fresh aus, der Garten bei uns. Na, Bella? Hm? Naja, wir sind nicht so die Garten-Pros, würde ich sagen. Spitze. Also, wir gehen wieder rein, Alessandro. Okay. Oder magst du noch einen Sprung machen? Ja, jetzt schaffe ich ihn aber. Okay, jetzt schaffst du ihn. Dann go. Konzentration. Super. Gut gemacht. Spitze. Sagt ja die Mama, wenn man übt, dann bekommt man es hin. So, meine Lieben, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Es ist schon ultra spät. Wir haben es 9:45. Der Alessandro und ich, wir bearbeiten jetzt noch ein Video. Also morgen ist keine Schule, ne? Wir haben noch Ferien. Bei uns haben die Ferien erst begonnen. Nicht, dass ihr euch wundert. Jedenfalls schaut er jetzt über die Sequenzen, die ich gefilmt habe, während er springt. Und es ist natürlich auch richtig, dass er schaut, ob das so drin bleiben darf im Video. Und das machen wir jetzt noch. Mein Mann, der kommt so ungefähr in einer Dreiviertelstunde nach Hause von der Arbeit. Und dann freut er sich hoffentlich über sein Geschenk. Ich finde das so, so süß. Ich finde das einfach total goldig. Das ist eine mega Erinnerung. Es ist nicht ganz perfekt geworden, aber das ist nicht schlimm. Der Gedanke zählt und hier ist auch noch so ein Teil dabei gewesen. Also da kann ich das dann draufstellen. Und es kommt dann ja an einen ganz besonderen Platz. Und wer mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich das bei den Jungs auch schon gemacht habe. Das hatte ich meinem Mann zum Vatertag geschenkt. Genau, da war diese Masse aber rot. Ja, und jetzt hat es eben auch der Liam, genau. Okay, meine Lieben, also ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Wie gesagt, es ist schon ultra spät. Ich hoffe, dass ihr Spaß mit diesem Video hattet, dass ihr, ja, dass ich euch unterhalten konnte so rum und euch durch meinen Tag, durch unseren Tag genommen habe. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao. Ich hoffe, das nächste Mal ist meine Stimme dann auch endlich mal besser. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern soll. Also, macht's gut. Tschüss.